Na gut, dann fange ich an. Willkommen zu meinem Vortrag. Ich bin Balázs Bárány, Berater für Data Warehouses und Analytik. Und aus diesem Bereich kommt auch dieses Thema. Bei den Linux-Wochen in Wien habe ich schon öfter Vorträge gehalten, aber heute ist meine Premiere in Graz. Ja, das Thema heißt Analytik in der Datenbank, Modellanwendung näher an den Daten. Ich werde nicht in der Lage sein, eine Einführung in Analytik, Data Mining, R und so weiter geben zu können. Das sind alles Themen für viel längere Vorträge, aber eine Verknüpfung von Ihnen, um einfach zu zeigen, dass das auch ein möglicher Ansatz ist. Ich werde ein bisschen über Analytik sprechen und das Vorgehen in so einem Analytikprojekt vorstellen. Noch ein bisschen mehr zur analytischen Modellierung sagen, also wirklich zu den Modellierungsalgorithmen und dann, wie man Ansätze schaffen kann, um diese Modelle tatsächlich in der Datenbank auf die Daten anzuwenden. Und dann werde ich noch konkret eine Lösung namens PLR, also die R-Programmiersprache, direkt in der PostgreSQL-Datenbank ausgeführt vorstellen. Ja, Analytik, so wie ich es hier verwende, im Englischen sagt man Analytics dazu, hat viel mit Statistik, Data Mining und so weiter zu tun. Leider ist im deutschen Sprachraum der Begriff ein bisschen weiter gefasst. Also wenn jemand sagt, ich bin Systemanalytiker, kann es auch sein, dass er einfach Netzwerkdiagramme in Visio zeichnet. Also es geht hier um die Analytik, die man mit Statistik oder Data Mining in Verbindung bringt. Es gibt einmal die deskriptive Statistik, wo man einfach Sachen beschreibt, Verteilungen, Minimum, Maximum, ist das jetzt mehr als im Vorjahr, ist das, wie viele Prozent ist das mehr als im Vorjahr und so weiter. Prädiktive Statistik oder prädiktive Analytik versucht das weiterzuführen und Aussagen über die Zukunft zu treffen, auf Basis von dem, was man schon gesehen hat. Explorative Analyse oder Analytik ist, wenn ich einen großen Datenbestand habe, mir nicht unbedingt bekannt ist, wie die Zusammenhänge in diesem Datenbestand sind und daraus Wissen generieren kann, wie zum Beispiel die Kunden, die eher älter sind, geben tendenziell mehr aus unter den und den Voraussetzungen. Das wäre zum Beispiel eine explorative Analyse. Es ist ein sehr weit gefasstes Feld. Statistik, Data Mining habe ich schon angesprochen. Es gibt auch den Begriff KDD, Knowledge Discovery in Databases, das wird in US-Sprachraum recht gerne verwendet. Oder Machine Learning, ein anderes Wort für maschinelle Lernalgorithmen sozusagen. Und in den letzten wenigen Jahren hat sich auch der Begriff Data Science durchgesetzt. Ein Data Scientist beschäftigt sich einfach generell mit Daten und im Idealfall kann er mit Hilfe von Big Data Methoden diese Daten irgendwo rausholen, verarbeiten, vielleicht säubern, also Ausreißer ausschließen oder falsche Daten ausschließen oder korrigieren und eben noch Vorhersagen treffen daraus. Die Anwendungsfelder sind jetzt mal die abstrakten Einteilungen. Klassifizierung ist, wenn ich sage, okay, dieser neue Fall, den ich sehe, gehört in die Kategorie A oder in die Kategorie B. Wird der Kunde am Ende dieses Monats kündigen oder nicht? Ist ein Werkstück, das ich zum Beispiel gescannt habe, mit hoher Wahrscheinlichkeit kaputt oder nicht? Regression. Das werden die meisten schon in der Schule gehört haben, ist eine numerische Vorhersage. Assoziation ist eine Suche nach Zusammenhängen zwischen Objekten oder Daten. Also zum Beispiel diese berühmte Warenkorb-Analyse von Amazon, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Das ist eine Assoziationsanalyse. Und Clustering ist eine Technik, um Datenbestände automatisiert in Gruppen aufzuteilen nach Ähnlichkeit ihrer Merkmale.
Wir haben dafür natürlich Werkzeuge, wir müssen nicht mehr am Blatt Papier irgendwie rechnen und diese Werkzeuge implementieren Methoden. Die Methoden sind einmal Algorithmen. Diese teilen wir ein in informierte und uninformierte. Eine informierte Methode ist eine, bei der ich zumindest bei der bisherigen Datenmenge das Ergebnis weiß. Ich weiß zum Beispiel, welche Kunden im vorherigen Monat oder im vorigen Jahr gekündigt haben. Und dann kann ich mir anschauen, okay, ich schaue mir die an, die gekündigt haben und die nicht gekündigt haben, also eine Klassifikation. Was haben die für Attribute? Wie oft haben die telefoniert, die gekündigt haben und wie oft haben die telefoniert, die nicht gekündigt haben? Wie viele Anrufe haben sie bekommen? Ist das jetzt mehr gewesen als vorher oder weniger und so weiter. Das sind alles mögliche Attribute für so eine Fragestellung und damit ist das ein sogenanntes informiertes Verfahren. Ein uninformiertes Verfahren wäre, wenn ich einen wirklich unbekannten Datenbestand bekomme und einfach die Aufgabe habe, finde mir heraus, was meine vier Kundengruppen sind. Und da würde zum Beispiel rauskommen, es gibt die Businesskunden, die eher selten, eher mehr ausgeben und eher aus einem bestimmten Produktsegment, wenn man jetzt im Einzelhandel schaut. Es gibt die Heavy-User, Privatkunden, die regelmäßig zum Beispiel Computerkomponenten kaufen im Gegensatz zu fertigen Computern und so weiter. Das wäre ein uninformiertes Verfahren, weil ich ja von Haus aus noch keine Einteilung habe. Das ist jetzt ein Business-Kunde, das ist jetzt ein intensiver Kunde. Es gibt viele Softwareprodukte, die man dafür verwenden kann. Open Source sind R, ganz bekannt. Das ist eine statistische Programmiersprache. Und es gibt Werkzeuge mit grafischen Oberflächen wie RapidMiner oder NIME oder Vecca. Das sind die berühmtesten und beliebtesten. Und proprietäre gibt es natürlich auch. SPSS, was an Unis, also bei den Geisteswissenschaften sehr viel verwendet wird, hauptsächlich für deskriptive Sachen und SAS ist der Marktführer. Leider kosten deren Angebote gleich einmal so viel wie ein Mittelklasse-Auto und ab da geht es dann fast grenzenlos aufwärts. Und mit den Open-Source-Programmen kann man sehr gut arbeiten eigentlich. Also, in Spezialfällen ja, kann man sich anschauen, sollte ein Bedarf mit den Open-Source-Programmen nicht abgedeckt sein, kann man sich das anschauen, aber es ist nicht der Alltag. Ja, noch ein bisschen mehr zu den freien Werkzeugen. Ich werde hier RapidMiner und R ein bisschen vorstellen, das sind die, mit denen ich am meisten Erfahrung habe. RapidMiner war früher ein reines Open-Source-Projekt. Letztes Jahr haben sie umgestellt auf ein sogenanntes Commercial Source Modell, bei dem die neueste Version mit den neuesten Erweiterungen proprietär ist und kommerziell. Aber das, was vorher Open Source war, ist natürlich Open Source geblieben. Und wenn dann in anderthalb bis zwei Jahren die Version 7 rauskommt, dann wird die aktuelle Version 6 mit den ganzen Erweiterungen und Verbesserungen, die jetzt laufend eingebaut werden, auch komplett frei werden. Das heißt, diejenigen, die zahlen, haben einfach einen Vorsprung von anderthalb Jahren in Bezug auf leichte Bedienbarkeit, in Bezug auf die neuesten Algorithmen vielleicht, aber mit der Version 5 kann man auch schon sehr gut arbeiten. R ist eine Art Umgebung für statistische Berechnungen und statistisches Computing und hat auch eine sehr starke Grafikfunktionalität, also um eben die Daten wirklich gut analysieren zu können, muss man sie häufig grafisch darstellen und da ist R eigentlich einer der Standards. R wird primär einmal über die Befehlszeile mit Hilfe von Scripting bedient, aber es gibt für einzelne Aufgaben auch schon grafische Oberflächen bis hin zu Webanwendungen, mit denen man Einzelaspekte leicht und recht gut abdecken kann. Und in den meisten Programmen ist es auch so, dass man sich dann den generierten Source Code anschauen kann, um das dann wirklich
in ein Skript übernehmen zu können und automatisieren zu können. Wie schaut jetzt so ein Data Mining Prozess aus? Wenn jetzt ein Analytiker zu einer Firma kommt und den Auftrag bekommt, okay, bauen Sie jetzt eine Vorhersage für unsere Daten, dann wird man sich ungefähr an dieses natürlich leicht idealisierte Modell halten. Man redet mit den Leuten und bespricht mit ihnen, okay, was genau versteht ihr unter Umsatz? Was ist für euch ein Kunde? Was ist für euch ein Produkt? Das ist das Business Understanding. Und dann kommt man zu den Daten, um zu sehen, ja, wie ist das jetzt wirklich in den Daten abgebildet? Ist das, was der Kunde gesagt hat, okay, ich verstehe unter Umsatz das hier, ist das in den Daten auch wirklich widerspiegelt? Haben wir viele falsche Daten? Haben wir zum Beispiel Kunden ohne E-Mail-Adresse, wo der Auftraggeber steif und fest behauptet hat, alle Kunden haben eine E-Mail-Adresse, eine korrekte, weil wir haben das mehrfach überprüft. Dann schaut man sich an, okay, 1000 haben doch keine oder nur ein Ad-Zeichen. Das ist dann Data Understanding. Das kann Auswirkungen haben auf die Methoden, die man verwenden kann. Dann fängt man an, die Daten herzurichten für diese Aufgabe, die man hat. Zum Beispiel neue Attribute abzuleiten, zum Beispiel historische Daten sich durchzuschauen, um daraus irgendwelche Attribute abzuleiten. Und dann wendet man so einen sogenannten Modellierungsalgorithmus an. Die Algorithmen sind wirklich das, woran auch heute noch geforscht wird, und es kommen jede Woche noch neue Algorithmen oder Verbesserungen für bestehende Algorithmen raus. Aber wenn man sie jetzt im Projekt anwendet, ist das eigentlich relativ unspektakulär. Man sagt dem Programm, okay, ja, jetzt berechnen wir dieses Modell, oder man zieht das halt aus der Toolbar hinein und dann wird es halt angewendet und dann wird das Ergebnis evaluiert. Man kann zum Beispiel die Daten in zwei Hälften teilen, die eine Hälfte zum Trainieren dieses Modells verwenden und das dann auf die andere Hälfte der Daten anwenden, wo wir das Ergebnis zwar wissen, aber wo wir das Ergebnis dieses Modells nochmal berechnen lassen, um das dann vergleichen zu können, um sagen zu können, okay, mein Modell war zu 90% richtig oder 75,3% richtig. Ein besseres Modell hat natürlich eine höhere Trefferquote. Wenn man damit fertig ist, dann kommt es zu diesem Deployment, also dazu, dass man dieses System, das man ja auf seinem Notebook entwickelt hat, jetzt wirklich auf die Daten des Kunden anwenden kann, auf die neuen Daten. Das ist die ganz wichtige Deployment-Phase. Und in diesem Vortrag geht es eben hauptsächlich um diese Deployment-Phase und ein bisschen auch ums Modeling. Alles klar bisher? Ja? Das heißt, seitens der Kunden kommt so eine Anfrage nie, wie verhalten sich die Benutzer oder sowas? Oder ist das das typische Szenario, das ich auch denke? Ja, also bei Kundendaten sind häufige Aufgaben eben diese Kündigererkennung oder Kündigerprävention, wenn es richtig gemacht wird, weil man kann ja den Kunden, der vielleicht abspringen würde, auch ansprechen und sagen, wollen Sie nicht vielleicht einen neuen Vertrag, der günstiger ist. Fraud Prevention, also Betrugserkennung, ist auch ein Thema. Da schaut man sich einfach Betrugsfälle aus der Vergangenheit an und versucht daraus ein Modell zu bauen, um das dann auf neue Daten anzuwenden, um in Zukunft Betrugsfälle vielleicht erkennen zu können. Oder zumindest so auszugeben, okay, das hier ist jetzt suspekt, das könnte jetzt vielleicht ein Betrug sein, und da schaut dann einfach ein Mensch drauf. Ja, wie schaut so ein Projekt von den Daten her aus in der Praxis? Der Kunde hat eine relationale Datenbank, die ist historisch gewachsen, hat die bekannten Unstimmigkeiten vielleicht in den Daten, und der Berater kommt her oder auch die Analyseabteilung kommt her mit dem eigenen Computer, mit dieser Analysesoftware drauf, holt die Daten, meist nur einen Snapshot der Daten, vielleicht auch nur als CSV einmalig, weil nicht jeder Firma dem Berater gleich einmal Zugriff auf die SQL-Datenbank geben wird.
dann macht man daraus dieses Modell und dann macht man diese Evaluierung noch in der Analyse-Software, um einfach sagen zu können, ja, ich erwarte, dass das Modell zu 90% richtige Vorhersagen treffen wird. Das ist aber noch nicht das Ziel. Das Ziel ist, auf neue Daten, neu eintreffende Daten oder Daten, die man schon hat, aber noch nicht behandelt wurden, dieses Modell anzuwenden, Vorhersagen zu treffen. Wie läuft das, wenn man das ganz einfach macht? Ich hole einmal die Daten aus der Datenbank mit einer ID und mit den notwendigen Attributen. Ich mache die Vorverarbeitung, wenn notwendig. Dann wende ich dieses Modell an und dann habe ich das Ergebnis. Zur ID ist die Vorhersage grün oder ja oder 17. Und dieses Ergebnis muss ich jetzt in die Datenbank zurückschreiben. Das heißt, die Daten kommen aus der Datenbank zum Analysesystem, das halt auch irgendwo laufen muss, werden dort verarbeitet und werden dann zurückgeschrieben. Meist macht man das so, dass man das vielleicht täglich oder stündlich oder so laufen lässt mit den jeweils neuen Daten, die seit dem letzten Mal gekommen sind. Das heißt, wir haben eine Latenz. Eine Stunde lang oder einen Tag lang sind diese Daten noch nicht mit diesem neuen Zielattribut versehen. Und das ist manchmal nicht das, was man haben will. Und es ist auch immer eine ständige Abstimmung zwischen den Systemen notwendig. Der Datenbank-Admin muss dem Admin dieses Statistiksystems sagen, okay, ja, ich werde erst am Wochenende eine Wartung machen, bitte deaktiviere das, damit keine Fehler kommen und so weiter. Man kann es ein bisschen besser machen. Es gibt Programme, die statistische oder Data Mining-Modelle anwenden können und gleichzeitig für diese Datenerfassung verwendet werden können. Also zum Beispiel mit RapidMiner kann man sowohl die Datenintegration machen, sprich die externen Quellen abfragen oder die ERP-Software abfragen und das Data Warehouse befüllen. Und während man das macht, würde man halt auch noch dieses Modell anwenden. Das können viele Werkzeuge, aber halt nicht alle. Nur, wie gesagt, der Kunde hat wahrscheinlich schon so ein System, mit dem er sein Data Warehouse befüllt. Und wenn das nicht kann oder wenn das mit den Modellen, mit denen man als Analytiker arbeitet, nicht umgehen kann, dann hilft das leider nichts. Und es ist auch schwer, dem Kunden zu sagen, wissen Sie, Ihre Software ist super, Sie haben mehrere Jahre reingesteckt, aber nehmen Sie was komplett anderes. Eine Stufe besser ist, wenn man die Möglichkeit hat, über offene Schnittstellen diese Einbindung durchzuführen, sprich zum Beispiel, wenn man einen Webservice hat, dem man die Attribute schicken kann und dieses Webservice würde dann zusammen zurückschreiben, ja, meine Vorhersage für diesen Datensatz oder diese Daten ist 17 oder 8 oder blau. Oder Remote Procedure Calls oder irgendwelche Java-Schnittstellen, das muss man sich technisch anschauen. Es gäbe dafür auch einen Standard namens Predictive Model Markup Language, das ist ein XML-Derivat, das solche statistische Modelle beschreiben kann. Einige Arten von statistischen Modellen mit den Hauptoptionen. Also in der Praxis ist man typischerweise mit etwas komplexeren Modellen konfrontiert und die Unterstützung für diese PMML-Technik ist leider auch nicht sehr weit fortgeschritten. Viele Programme können übrigens PMML-Modelle speichern, aber nicht anwenden, also nicht laden. Und es ist schön, wenn man das Modell exportieren kann in PMML, aber ja, wenn man es auf der anderen Seite nicht einbauen kann zum Anwenden, dann hilft das auch nichts. Ja, und viele von diesen angesprochenen Problemen kann man vermeiden, indem man die Modellanwendung in den Datenbankserver integriert. Es gibt verschiedene Modellierungsverfahren. Die lineare Regression ist ziemlich bekannt, das haben die meisten wahrscheinlich auch an der Uni gesehen. Da wird letztendlich aus den Daten eine Gleichung in dieser Form y, also die Vorhersage, ist gleich ax plus b. X ist eine Variable und a und b werden einfach von der Modellierungssoftware berechnet aus den Daten und damit kann man das Ergebnis wirklich
auf triviale Weise berechnen. Was nicht trivial ist, ist die Modellberechnung natürlich, aber das automatisiert die Software. Das kann man natürlich erweitern. Die standardlineare Regression ist eigentlich nur für normal verteilte Daten mit noch weiteren Attributen und weiteren Eigenschaften anwendbar, aber die Statistiker haben sich überlegt, okay, wie kann ich das auf andere Verteilungen anwenden, wie kann ich komplexere Formen, also die nicht nur eine Variable verwenden, anwenden, oder es gibt auch Systeme, in denen der Zusammenhang nicht linear ist, sondern zum Beispiel quadratisch oder logarithmisch und so. Also es gibt für all das Erweiterungen, die sind in R zum Beispiel allesamt eingebaut, und das Endergebnis ist aber trotzdem immer noch so eine Gleichung. Die Naive Bayes-Methode ist eine, die mit sogenannten bedingten Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Das haben die meisten heute wahrscheinlich schon angewendet, weil nämlich die meisten Spamfilter in den E-Mail-Programmen diese Methode anwenden. Die Naive Bayes-Methode ist sehr schnell und eignet sich sehr gut für Texte, also für die Unterscheidung, ist dieser Text eher Spam oder eher kein Spam. Es gibt sogenannte Entscheidungsbäume, die eine sehr gute visuelle Darstellung sind davon, wie man zu einer Entscheidung anhand dieser Daten kommt. Also die verschiedenen Attribute sind Punkte, an denen man verzweigt. Wenn das eine Attribut A ist, dann geht man in die eine Richtung, sonst geht man in die andere Richtung, und am Ende dieses Baums kommt es dann zu einer Entscheidung. Und Support Vector Machines möchte ich noch erwähnen. Das ist eine mathematisch sehr aufwendige Methode, um sowas Ähnliches wie der lineare Regression für hochdimensionale Daten zu berechnen. Und zwar so, dass man die Entscheidungen wirklich stark voneinander trennen kann. Und es gibt noch viel mehr Algorithmen, würde erst ein bisschen zu weit führen. Gut, meine Beispieldaten habe ich aus dem OpenStreetMap-Projekt genommen. Die kann man ja sehr leicht in eine Datenbank überführen. Die Datenstruktur ist ziemlich einfach und die Daten sind sehr real-world, also es gibt genug Inkonsistenzen drinnen, aber auch genug System drinnen, dass man diese Algorithmen recht gut demonstrieren kann. Und um die lineare Regression zu demonstrieren, habe ich mir überlegt, kann man daraus, wie kurvig eine Straße ist, also ob sie eher gerade ist oder viele Kurven hat, darauf schließen, welche Höchstgeschwindigkeit da gültig ist. Das könnte zum Beispiel interessant sein, wenn man eine Routing-Software, eine Navigationssoftware schreibt und sich überlegt, okay, ich habe bei dieser Straße oder bei diesem Straßenabschnitt keine Angabe, wie viel man da fahren kann. Aber zum Beispiel in den Alpen will man auch nicht sagen, ja, da kann man sicher 100 durchfahren. Deswegen, die Kurvigkeit der Straße ist halt ein sehr einfaches Maß. Die Länge des Straßenabschnitts durch die Diagonale, die ja der theoretisch kürzeste Weg wäre, und dann kommt halt eine Zahl daraus raus, die immer größer als 1 ist oder halt 1 im Fall einer ganz geraden Straße. Und ich habe versucht, diese Kurvigkeit in Beziehung zu setzen damit, welche Höchstgeschwindigkeit in OpenStreetMap ausgewiesen ist. Ja, eine relativ einfache Methode, auch super einfach in R zu schreiben, wenn man erstmal diese Kurvigkeit berechnet hat. So schaut der R-Code dafür aus. Also mit diesem Mod baue ich mein Modell, LM für Linear Model. Geschwindigkeit wird erklärt durch die Kurvigkeit aus dieser Datenstruktur, also diesen Daten. Mod wurde berechnet und da gebe ich jetzt die Koeffizienten dieses Modells aus. Der Intercept, das ist quasi der fixe Teil, also in der Gleichung der B-Teil. Und die Kurvigkeit, der Faktor für die Kurvigkeit ist der A. Also in der Formel y ist gleich ax plus b könnte man sagen, das Ergebnis ist gleich Kurvigkeit mal, also
die Kurvigkeit mal minus 63 plus 86. Also so kann man wirklich das Endergebnis der Vorhersage für diesen bestimmten Straßenabschnitt berechnen. Ist natürlich nur ein sehr einfaches Modell gewesen, aber es war ein Zusammenhang da und so könnte man das eigentlich annähernd für neue Daten. Ein anderes Beispiel wäre ein Entscheidungsbaum. Bei vielen Daten, bei vielen Straßen im OpenStreetMap ist ja eingetragen, ja, man darf mit Fahrrad fahren oder nein, man darf nicht. Aber es gibt die gleichen Arten von Straßen, bei denen diese Angabe fehlt. Und es wäre doch sinnvoll, zumindest einen ersten Hinweis darauf zu haben, darf ich auf dieser Straße jetzt mit dem Fahrrad fahren? Oder bei Entscheidungsbäumen ist der Baum selbst auch sehr informativ, weil er mir die sozusagen verdeckten Regeln aufzeigen kann. Ich habe so einen Entscheidungsbaum in RapidMiner bauen lassen und wir sehen hier, womit das zusammenhängt. Also ganz oben ist die erste Entscheidung, ist die Straße als One-Way, also als Einbahnstraße markiert. Wenn nicht, dann geht er mal zu dieser Antwort, ja, darf man, aber die Klassen sind nicht sehr gut voneinander getrennt. Also es gibt genug Fehlergebnisse. Wenn One-Way yes, dann hängt es von der Art der Straße ab, ob das jetzt zum Beispiel eine Motorstraße ist oder eine Autobahn oder eine Straße in einem oder eine Zubringerstraße, eine Vorrangstraße, wie auch immer. Je nachdem kommen wir zu einer Antwort und diese Antwort ist mehr oder weniger pur. Also die Klasse, die ich ermittelt habe, kann zu 50-50% Ja-Nein sein in den echten Daten, aber es kann auch sein, dass meine Regel so gut ist, dass sie wirklich nur mehr Daten rausbekommen hat, auf denen man wirklich zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren kann. Das ist jetzt ein einfacher Entscheidungsbaum, sieht man zum Beispiel auch an dieser eigentlich unsinnigen Regel mit dem One-Way-Yes. Es steht nirgends in der Straßenverkehrsordnung, wenn Einbahnstraße, dann darf man darauf fahren. Also diese Regel ist offensichtlich nicht so gut, also habe ich das ein bisschen weitergeführt und dem Algorithmus zugelassen, noch etwas genauer zu gehen. Das sieht man hier nicht, das sieht man eigentlich gar nicht mehr. Und so ein Modell kann man nur mehr schlecht im Kopf erfassen. Aber das kann interessant sein, um sich wirklich anzuschauen, gut, was sind die Faktoren, die für diese Entscheidung eine Rolle gespielt haben. Gut. Wir wenden jetzt so ein Modell an. Die lineare Regression ist ganz einfach. Das ist einfach eine Berechnung. In jedem SQL-Dialekt kann man multiplizieren und addieren. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann eben diese Parameter in eine View eintragen oder in eine Funktion. So könnte das in PostgreSQL ausschauen. Ich lege eine View an, die heißt Max Speed Prediction, die einfach diese Zahlen eingetragen hat. Da wird die Kurvigkeit berechnet und zur Sicherheit, damit ich keine negativen Höchstgeschwindigkeiten rausbekomme, bei besonders hohen Kurvigkeiten, wird da noch eine Sicherheit eingebaut. Ich will aber mindestens 20 km/h. Es gibt keine Freilandstraße, die man mit unter 20 befahren kann oder die diese Höchstgeschwindigkeit hat. Das heißt, ich begrenze meine Antwort künstlich auf mindestens 20, weil ich halt weiß, okay, dieses Modell kann nicht in allen Fällen und mit allen möglichen Daten richtig umgehen. Ich könnte eine Straße haben, die Kurvigkeit 3,0 hat und dann würde ja dann 86 minus 180 rauskommen, also minus 100 ist keine gute Annahme für eine Höchstgeschwindigkeit. Das ist eine relativ einfache Methode, diese View. Das Problem damit ist, dass Views legen normalerweise Datenbankadministratoren an und wenn der Analytiker jetzt alle 2 Wochen ein neues Modell rechnen lässt, weil halt die Straßen öfter aktualisiert werden oder die Daten der Straßen aktualisiert werden, dann muss jedes Mal der Analytiker dem Admin schreiben, okay, ja, bitte passe diese View an, schreibt halt diese und diese Zahl rein. Das ist fad.
Eine bessere Lösung wäre, dass man so eine Parametertabelle mit einem Datensatz anlegt. Max Speed Pred Param habe ich das genannt. Und da kann die Software einfach, wenn die Modellierung fertig ist, den Intercept und die Kurvigkeit, also den Parameter für die Kurvigkeit hineinschreiben. Und dann kann man das ganz leicht abfragen, indem man Max Speed Pred Param dazu joint und auf diese Werte aus der Tabelle zugreift. Damit muss man nie wieder diese View ändern oder die Funktion, die man geschrieben hat, sondern jemand, der dazu befugt ist, der die Rechte hat, diese Tabelle abzudaten, kann einfach die Zahlen in der Tabelle aktualisieren und fertig. Die regelbasierten Modelle wie der Entscheidungsbaum oder es gibt auch wirklich Regelmodelle, die das als Texte ausgeben, die kann man in SQL auch ganz gut abbilden. Bei einem Baum setzt man einen Programmierer dazu und sagt, okay, hier ist ein Baum, hier sind die Entscheidungen und der kann das direkt in if-then-Regeln übersetzen. Bei SQL heißt das halt case-when-then, aber es ist das Gleiche. In RapidMiner gibt es einen Operator, der einen beliebigen Entscheidungsbaum in diese textuellen Regeln übersetzen kann. Da unten ist ein Beispiel, wie das aussehen kann. Also das ist jetzt wirklich der erste Baum, den ich gezeigt habe, der einfache, der nicht so leistungsfähig war. Man kann sich leicht vorstellen, wie das aussehen würde beim komplexeren Baum. Also das wäre ein bisschen mehr Regeln. Aber prinzipiell nicht schwer, das zu übersetzen. Bei der Syntax muss man halt ein bisschen aufpassen, weil zum Beispiel diese String-Variablen ja unter Anführungszeichen gehören und so weiter. Also das ist auch etwas, was man einmalig ganz gut machen kann, aber von der Wartung her ist das wieder schwierig. Wenn wir uns vorstellen, es gibt irgendwo in einem Gebiet eine Initiative für mehr Radfahren, werden die Leute anfangen, in OpenStreetMap dieses Fahrradattribut einzutragen und damit haben sich die Daten geändert, damit wird sich das Modell höchstwahrscheinlich auch ändern. Und vielleicht fallen die Regeln Nummern 3 bis 5 komplett raus, kommen in anderer Form an der Stelle wieder hinein und andere Regeln werden auch irgendwie umsortiert oder wenn es numerische Werte wären, ändern sich die Grenzwerte für diese numerischen Werte. Das heißt, das wieder manuell in SQL zu übersetzen, ist wieder nicht lustig. Und je öfter man das Modell updaten will, desto mühsamer wird es. Komplexe Modelle, die ich schon angesprochen habe, also diese Support Vector Machines oder zusammengesetzte Modelle, die es ja auch gibt, die kann man wiederum in SQL nicht mehr so leicht abbilden oder teilweise gar nicht. Diese Modelle bestehen aus unterschiedlichen komplexen Datenstrukturen, komplexen Berechnungen, Berechnungen über mehrere Dimensionen, also wo zum Beispiel etwas mit der Gesamtsumme in Relation gesetzt wird und so weiter. Also das ist in SQL sehr schwer abzubilden und der Wartungsaufwand, selbst wenn man es einmal geschafft hätte, wäre einfach riesig. Aber wir müssen ja nicht unbedingt mit SQL arbeiten, zumindest wenn man PostgreSQL verwendet. PostgreSQL hat verschiedene Sprachmodule und man kann da von Perl über Python, JavaScript und Java verschiedene Sprachen verwenden. Unter anderem die Sprache PLR, Procedural Language R. Gibt schon ziemlich lang, schon mehr als 10 Jahre. Und zum Vergleich, es heißt ja oft, ja, Open Source, da ist keine Innovation, die machen den anderen immer nur nach. Ja, nicht in dem Fall. Oracle hat das 2010 immerhin eingeführt, ganz stolz. Ja, bei uns kann man jetzt auch R einbinden. Kostet allerdings zusätzlich zu der Datenbanklizenz, die man schon hat, mindestens $23.000. Die aktuelle Version PLR ist auch schon sehr weit, 8.3 und auch verfügbar für die neueste PostgreSQL-Version und ist eine zuverlässige, stabile Software. Die Lizenz ist GPL aus dem einfachen Grund, weil R GPL lizenziert ist. PostgreSQL hat ja eine Berkeley-ähnliche Lizenz, also eine freiere Lizenz, aber R ist GPL und damit musste natürlich für PLR auch GPL genommen werden. Spielt in der Praxis keine Rolle. Gut, PLR, wenn man das in PostgreSQL installiert, wird als
sogenannte Untrusted Language installiert. Das gilt aber für fast alle anderen Sprachen auch. Warum Untrusted? Deswegen, weil die Sprache zu viel kann. Sie könnte zum Beispiel, weil sie im Kontext des Datenbankservers läuft, die Dateien des Datenbankservers löschen oder umbenennen oder in den Speicher irgendwas hineinschreiben. Das will man nicht, deswegen die Bezeichnung als Untrusted Language. Das hat in der Praxis eine Folge, nämlich, dass man PLR-Funktionen nur als Datenbankadministrator anlegen kann, nicht als einfacher User. Als einfacher User könnte man zum Beispiel eine SQL-Funktion, die halt in purem SQL was berechnet, anlegen, aber eben keine PLR-Funktion. Macht aber nicht so viel, weil wenn man die Funktion angelegt hat, dann kann man sie freigeben für unprivilegierte Nutzer. Also hier ist ein Beispiel. Das, was in anderer Farbe ist, das ist der R-Teil. Das ist jetzt eine super einfache Funktion, die eigentlich unnötig ist. Sie addiert halt in R zwei Zahlen zueinander und liefert das Ergebnis zurück. Also dafür muss man noch nicht PLR nehmen, aber ich habe nach dem möglichst kleinsten Beispiel gesucht. Also der Admin muss das machen mit seinen Admin-Rechten, aber mit grant, execute und function kann er das einem normalen User zuweisen. Was haben wir für Funktionalitäten in dieser PLR-Sprache? Im Prinzip alle, die für, wofür man diese erweiterbaren Sprachen brauchen kann. Man kann Aggregationsfunktionen bauen. Aggregationsfunktionen sind sowas wie Sum oder Min oder Max oder Average. Und R hat ja da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ganz spezielle, die Methoden, die die Statistiker sich einfallen haben lassen, die sind alle implementiert in R und die sind auch manchmal nützlich, wenn man sie in PostgreSQL verwenden kann. Window-Funktionen sind sowas Ähnliches, wo man für Ausschnitte von Daten solche Aggregationen oder andere, sowas wie laufende Summen oder Nummerierungen oder Rankings berechnen kann. Geht alles mit PLR. Man kann Trigger-Funktionen anlegen. Das heißt, man könnte sagen, ich bekomme einen neuen Datensatz. Wenn dieser neue Datensatz eingefügt wurde, dann soll bitte diese Funktion ausgeführt werden und dann könnte diese R-Funktion die Vorhersage machen und dann das Ergebnis einfügen. Man kann natürlich auf die PostgreSQL-Umgebung zugreifen, um Daten abzufragen, Dateninhalte abfragen zu machen und so weiter. Eine ganz nette Funktion ist, wenn man eine Funktion genauso benennen kann, wie sie in R definiert ist, dann muss man das nicht mehr als Funktion definieren. Also hier ist die Funktionsdefinition leer. Die R-Norm-Funktion ist eine aus R. Sie generiert einfach normal verteilte Zufallszahlen. Wenn ich das in der Datenbank brauche, lege ich diese Funktion an und ab dann kann ich sagen, select Stern from R-Norm Parameter und kriege diese Zufallszahlen zurück geliefert. Gut, wie würde ich jetzt so eine Vorhersagefunktion, die ich vorher entwickelt habe, konkret in R hineinbauen? Man wird mit hoher Wahrscheinlichkeit andere Funktionen, die die R-Vorhersagen brauchen, anlegen müssen in diesem Datenbankkontext. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits kann man es explizit für den aktuellen Lauf, für die aktuelle Ausführung des Datenbankservers machen mit diesem Befehl install rcmd. Rot ist oder halt violett ist jetzt wieder die R-Funktion. Da füge ich diese Funktion einfach in den Kontext des Datenbankservers hinein. Um das permanent zu machen, kann man das in eine Tabelle namens PLR-Moduls hineinfügen. Das hat einfach zwei Spalten. Die erste Spalte ist die Sequenznummern, also man kann eine Reihenfolge festlegen. Und die zweite Spalte ist einfach ein Textfeld, wo man diese Funktionen hineinschreiben kann. Und dann wird PostgreSQL beim nächsten Start all diese Funktionen einmalig einlesen und auf die kann man dann aus dem R-Kontext zugreifen. Da muss man halt eben ein bisschen aufpassen, so wie in jeder prozeduralen Programmiersprache. Es gibt einen Funktionskontext, also lokale Variablen, und es gibt einen globalen Kontext.
Die Entwicklung des Modells würde weiterhin am Desktop mit den ganzen Tools, die man hat, stattfinden. Und wenn man das Modell dann fertig entwickelt hat, kann man das mit einem Save-Befehl abspeichern. Dann bringe ich das auf den Server, ob jetzt über ein Netzwerk-Share oder über ein Versionierungssystem oder einfach über SFTP, ist egal. Hauptsache es ist am Server und dann kann man es am Datenbank-Server in den Kontext hineinladen und ab da ist diese Funktion im globalen Environment, also dieses Objekt, dieses Modell im globalen Environment verfügbar und man kann daraus auf Funktionen zugreifen. Also hier ist ein Beispiel, um das zu automatisieren. Wenn man ein Verzeichnis am Server hat, wo man diese Modelle ablegt, dann geht diese Schleife einfach über die und lädt sie rein in den Server. Gut, wie wende ich das jetzt an? Dafür brauche ich wieder eine Funktion. Blau ist der SQL-Teil und violett wieder der R-Teil. Also das ist jetzt die PostgreSQL-Syntax, um eine Funktion anzulegen. Funktionskopf, wie heißt sie? Was für Parameter? Was kommt zurück? Also welcher Datentyp kommt zurück? Dieses $func ist einfach die Abteilung, wo beginnt die Funktion, wo endet sie. Language PLR, also in der Sprache PLR. Und das ist dann das, was ich in R mache. Ich baue ein sogenanntes Data Frame, also eine Datenstruktur aus den übergebenen Parametern. Ich mache eine Prediction aus diesem Modell, das ich vorher geladen habe. Und dieses Ergebnis gebe ich dann zurück als Charakter, also als Text. Und das war's. Kann man dann in SQL ab sofort wie eine normale SQL-Funktion verwenden. Also das ist jetzt reines PostgreSQL. Das kann ich jetzt in eine Select-Abfrage verwenden und bekomme diese Antwort. Oder ich könnte sogar sagen, okay, ja, ich möchte jetzt in einem Bundesland in meiner Datenbank für alle Straßen, die noch keine Bicycle-Kennzeichnung haben, diese Vorhersage anwenden. Es gibt damit ein paar Probleme oder halt Herausforderungen. Es gibt zwei verschiedene Datentypen in R, nämlich Charakter und Faktor. Charakter ist einfach ein freier Text und Faktor sind die möglichen Texte in einer Datenbasis in Kategorien eingeteilt. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Wenn man alle möglichen Texte hat, also zum Beispiel Texte aus E-Mails, dann ist jeder Text anders. Aber in diesem Beispiel mit dem Bicycle hatten wir eigentlich nur Yes und No. Und das sind eigentlich zwar Texte, aber eigentlich zwei Ausprägungen, eine Variable, eben Yes and No. Und die meisten Algorithmen sagen, naja, mit Texten kann ich aber nicht umgehen, ich brauche bitte Faktoren. Es gibt natürlich eine Funktion, um sie umzuleiten, aber das muss man halt auch wissen. Die PostgreSQL Nulls sind nicht identisch mit den NAs, also Not Availables in R, deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen, wie man mögliche Nullwerte in die Funktion hineinbringt. Der Datenbankzugriff aus PLR, obwohl es in der Umgebung läuft, ist ein bisschen schwierig. Damit hatte ich öfter Probleme. Also generell muss man sich da ziemlich einarbeiten und das ist keine Sache, die man entweder einem reinen Analytiker oder einem reinen Datenbank-Admin zutrauen kann. Das ist wirklich intensive Arbeit oder eben halt was für Spezialisten. Ja, ich komme schon zum Ausblick. Was könnte man über PLR hinaus noch machen, wenn man zum Beispiel R nicht mag oder das nicht so gut findet? RapidMiner ist zum Beispiel in Java geschrieben. Es gibt ein PostgreSQL PL Java. Man könnte sich hinsetzen und eine Schnittstelle programmieren. Ich habe es noch nicht versucht. Ich weiß von keinem, der das gemacht hat, aber theoretisch könnte es möglich sein. Python ist sehr im Kommen als Sprache für statistische Analysen und Data Science und da gibt es auch einen Interpreter. Möglicherweise ist es einfacher, Python-Modelle einzubauen. Man könnte natürlich die Datenbank selbst erweitern, um einige Modelle einzubauen und sie dort anwendbar zu machen oder man könnte eine standardkonforme PMML-Unterstützung einbauen.
gibt es alles noch nicht, deswegen alles Ausblick, aber das wären halt einfach zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, damit bin ich auch schon fertig und ich hoffe, es war informativ genug und vielleicht gibt es auch noch ein paar Fragen. Wie schaut circa die Struktur von einem PML-File aus? Kann man sich das vorstellen, wie Einträge, wie gaußsche Mischverteilungen und was sind die Parameter dabei? Oder? Es ist ein XML und da steht dann drinnen, dieses Modell ist ein PMML-Modell für lineare Regression. Das sind die Daten, die vorkommen können, das ist ihr zulässiger Wertebereich und das sind die Operationen, die darauf angewendet werden. Und bei einem Entscheidungsbaum wird zum Beispiel eine Liste von Knoten drinnen sein mit den Bedingungen und dem Endergebnis. Noch Fragen? Dann bedanke ich mich fürs Interesse und freue mich auf die nächsten Linux-Wochen oder Linux-Tage.